Geil, und jetzt grade ich's ab, ich tu's. Also, meine Theorie, boah, wir müssen dem ins Gesicht hauen, okay? Komm, jetzt haben wir einen. Und down. Oh, was war das denn? Er jetzt, Junge. Ey, jetzt rein. Oh. Jetzt komm. Geil. Wer zuerst nimmt, hat gewonnen. Das geht schnell. Wann kommt Fuchs online? Gar nicht. Weil wenn die on kommt, ich muss sie direkt anscheißen. Ich bedrohe sie direkt. Meinst du King? Also nee, das meine ich jetzt nicht. Ich glaube, ich hole mir gleich ein Knockback-Schwert zwischen. Hör auf! Ich bin wirklich fast tot. Das hast du jetzt verdient. Und? Nix. Ey, ich bin bald, wenn das so weitergeht, bin ich Foraging Level 100. Oh nein! Oh, das war ein schönes Stomp. Oh mein Gott, Blizzard! Oh, was? Oha! Ich nehme das nicht raus. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein Unique. Das kann doch nicht mehr rein. Holen. Ja, scheiße. Das ist ein Unique. Rausnehmen. For real, sonst haben wir die 25k, ne? Nee, ja, ist kein Witz. Also ist wirklich kein Witz. Ja? Ja. Ja. Mann, ja, was machen wir jetzt? Dann nimm raus und gib mir das Item. Das ja, aber dann, halt blöd, dann haben wir doch die XP. Ja, die 25k halt, ne? Ja, Tjan, du wirst eh auf die 250k halten. Ja, komm, Tjan, nimm du. Dann okay. Nimm du. Ich geh schon raus. Ich geb's dir im Hub, okay? Da kam keine Meldung im Chat. Danke für nix. Bam, okay. Bitte was Gutes. Nix. Bitte was Gutes. Sag das doch nicht immer! Mann, Tjan. Du spoilst ja immer. Alter, warte mal. Folgen. Gestern eine Pizza und heute... Oh. Ja, gestern Abend Pizza, meine Eltern haben richtig gegönnt. Oh Gott. Ich war gerade fast im Slime drin, weil ich auf dein Insta geguckt habe. Junge, ne? Ey, stellt euch vor, dass ich jetzt einfach so 200.000 XP verloren hätte, Level verloren hätte, wegen Space Instagram. Das wäre echt schade. Das wäre geil. Und dann geht's bald los. Wir machen mal einen big Stream mal irgendwann die nächsten Wochen. Und nehmen da mal richtig viel auf dann auch. Oh! Ein Template! Ja, jetzt haben wir alle ein Template. Jetzt brauchen wir alle nur noch einen Helm. Die letzte Praline! Wir meinen jetzt alle. Okay. Da hat er richtig cooles Video als Beispiel gebracht. Das hatte ich auch gesehen. Was für ein Video? Es gibt auch voll Sinn. Okay, noch ein. Chat. Sorry, Team Switch. Ich weiß, Giveaway kommt gleich. Aber 250.000 sind erreicht. Geil. Und jetzt grade ich's ab. Ich tu's. Boom. Oh mein Gott, das ist Netherite. Let's go. Es ist automatisch Netherite. Geil, ey. Hier noch? Okay, alles gut. Sharp 5 ist drauf, Sweeping Edge ist drauf. Ja, und Prot 4 auch direkt auf dem Helm. Und ich nenne sie direkt Hörner des Höllenfürsten. Fürst. Klinge des Höllenfürsts. Okay. Warte, ich muss kurz was essen. Ich sterbe einfach vom Feuerwerk. Kann man jetzt auch auslocken? Nee, ne? Scheiß auf. Wir gehen mal ein bisschen zu Spark und gucken, wie das abgeht, das Schwert. Schade. Sind noch 2 Stacks und 57, die wir farmen müssen an Element Shards Chat. Und dann sind wir die ersten auf dem Server, die einen Buff haben. Feuerresistenz. Nice. Möge der Effekt permanent mit dir sein. Und nun, ich will ja ungern stören, aber ich bin der gottverdammte Höllenfürst. Ich mache ein genüssliches Bad im Nether. Jan, Space, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hi, Jonah. Lamieren oder Kassieren funktioniert wie folgt. Ich werde gleich etwas vorlesen, einen Text vorlesen und irgendwann kommt in dem Text eine Frage. Sobald ihr buzzert, höre ich auf vorzulesen und ihr habt dann die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Die Antwort muss die richtige sein. Ist sie nicht die richtige, quasi kriegt der andere mehr oder weniger einen Punkt. Minecraft-Updates sind immer was Schönes. Man freut sich über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf die angekündigte Neuerung und am Ende wird beinahe nur die Hälfte released. Jetzt geht es aber um ein sehr farbenfrohes Update und zwar das Update The World of Color. In welcher Minecraft-Version wurde dieses Update released? Was ist das für ein Update? Tjan? 1.8. Das ist falsch. Es wäre 1.12. Tjan, du darfst nicht. Boah, ich hätte 1.13. Ich hatte mein Chat hat mich verarscht! Gesagt, ne? Wie viele sind falsch, wie viele sind richtig? Einer macht bumm. Oh, Tjan! Oh mein Gott! Wenn dann die neue Minecraft-Version draußen ist, möchte jeder der Schnellste sein und sie erkunden. Bleiben wir bei der Geschwindigkeit. Die normale Gehgeschwindigkeit von Steve beträgt 4,3 Meter pro Sekunde. Selbst wenn er sprintet, während er noch langsamer ist, selbst wenn er sprintet, wäre er noch langsamer als eine Spielstraße mit dem Auto erlaubt, nämlich... Fuck, ich hab keinen Führerschein! Ja? Hä, du hast gesagt Meter pro Sekunde, nicht Kammer. Tjan?
Ich muss in KMH, kann auch in KMH sagen. 5 bis 8. Nee, ich brauche jetzt eine Antwort, eine finale Antwort. Achso, ja, dann 6. Das ist falsch. 5,6 Meter pro Sekunde wäre richtig gewesen. Tja, du darfst den zweiten Knopf drücken. Nein! Ja! Nichts passiert. Autos gibt es in Minecraft keine. Dafür können einige Mobs gezähmt und mit Hilfe eines Sattels geritten werden. Neben Pferden, Striden und Schweinen sind es noch einige weitere. Die Frage ist, wie viele reitbare Mobs gibt es insgesamt an der Zahl? Jan. Es sind 6. 2. Ich hätte auch 6 gesagt. Ich hätte auch 6 gesagt. Es gibt Pferd. Ja. Strider. Ja. Schwein. Ja. Kamel. Ja. Lama. Ja. Trader Lama. Oh mein Gott, es sind 8. Maultier. Was für Lama, Trader Lama, Jodu! Jeder, der schon einmal ein Tier geritten ist, weiß, wie wichtig es ist, oder wie wichtig nicht unkontrolliert herumzureiten, sondern es ist, die Kontrolle beizubringen. Schweine können in Minecraft mittels einer Karottenroute gesteuert werden. Fungusangel. Richtig, das ist die Fungusangel, die Wildbrute. Sehr gut, Space. Let's go! Tian, drück! Drück! Bitte! Bitte! Drück! Ja, du hast! Genau der ist es! Nein, es ist der! Doch! Ah, nein! Nein! Du wurdest verarscht, das ist richtig, es ist richtig. Ich hab's auch. Tian, Tian, Bord! Oh mein Gott! Alter, hast du mich hops genommen, Joe? Es geht weiter. Oh mein Gott, wenn man dann mit seinem Strider durch den Nether reitet, trifft man öfters auf eine Bastion. Groß und gefährlich, krasser Loot. So kann man diesen vermutlich am besten beschriebenen, apropos Loot, die Wahrscheinlichkeit, ein Enchanted Golden Apple in der Bastionsküste zu finden, ist vergleichsweise hoch. Nämlich 3, 2, 1, go! Es sind 6,5% Space mehr dran. Ja! Ja, tu es. Nein! Ja! Wie viel Glück hast du denn? Goldäpfel beschenken einen nicht nur mit unendlichen Reichtum, sondern mit unendlich praktischen Effekten. Doch der OP-Goldapfel ist dem Normalen auch in diesen Punkten deutlich überlegen. Wie viel Absorptionsherzen gibt ein Enchanted Golden Apple im Gegensatz zu einem normalen Golden Apple? Im Gegensatz? Da heißt das, wie viele mehr als der normale oder... 4. Ja, dann sage ich jetzt, wie viel insgesamt? 6. 2. Und im Gegensatz sind das? 4. 6, 7, 8. Weil du hast ja 2 Herzen. Das ist 8. Tja, das ist falsch. Hey, warte mal. 8. Im Vergleich zu den normalen mit 2 Herzen. Ich dachte, man hat 6. Der rechte. Ja. Tu es. Du kannst es nicht sehen. Du kannst nicht sehen, welcher Knopf das macht. Nein, es ist ja! Das gibt's nicht! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Nein! Es gibt sie nicht im Kreativinventar. Sie kann aber hergestellt, mit Dorfbewohnern gehandelt und in Truhen von Schiffswracks oder antiken Städten gefunden werden. Es ist die Rede von einer Suspicious. Oh mein Gott, nein. Oxydaisy. Welche Möglichkeit besteht darüber hinaus, eine solche zu bekommen? Das Melken einer mit. Das ist leider falsch gewesen, also quasi Space. Du musst drücken. No. Wait. Was? Was? Ja! Oh mein Gott! Minecraft hat schon kuriose Eigenschaften und Spielmechaniken und deswegen lieben wir dieses Spiel. Einer meiner Lieblingsmobs ist der Evoker, ein sehr mächtiger Magier. Doch er hat auch einen kleinen Trick, bei welchem wir ein lautes Wololo von sich gibt. Wann macht er das? Wenn man Martin? Ein blaues Schaf in ein rotes verwandelt. Das ist richtig. Oh mein Gott, nein, stimmt! Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, stimmt, ja, ich hab das. Goodbye. Wololo! Da da da! Da 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 da! Da 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 da! Es war wirklich Tinte drunter! Es war ja wirklich Tinte drunter! Alter! Was schätzt ihr, wie viele Blöcke wird das Legendary, wird der Legendary Gravitationsstein geben? Jetzt sind es 10. Okay. Wir tun's. Boom! 15 Item Pickup Rate! Ich werd bedeppert! Wir haben so viel geschafft heute. Geil! Ey, ich kann legit jetzt hier am Spawn stehen und klau bei Sparkspace seine Karotten.